Gegenstandsnummer SCP-180. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. Jegliche Kopfbedeckung, einschließlich Haarspangen und Reifen, sind im Reliquiar Forschungs- und Eindämmungsstandort 76 aufgrund von Sicherheitsbestimmungen eingeschränkt. Jegliches Personal, welches gegen diese Vorschrift verstößt, muss sich einer kompletten physischen Untersuchung unterziehen und wird über den Aufenthalt innerhalb von Standort 76 befragt. Eine DNA-Identitätsprüfung wird durchgeführt. SCP-180 darf unter keinen Umständen aus seinem Forschungslabor entfernt werden. Die derzeitige Erscheinungsform von SCP-180 muss dem verantwortlichen Sicherheitspersonal täglich gemeldet werden. Das Sicherheitspersonal muss umgehend informiert werden, sobald das Personal auf jemanden stößt, der normalerweise nicht in dieser Dienststelle ansässig ist oder sich so verhält, als würde die betroffene Person nicht dorthin gehören. Deren Identität wurde möglicherweise gestohlen. Beschreibung: SCP-180 erscheint meist als Hut oder andere Kopfbedeckung. Allen Individuen, welche SCP-180 auf ihren Kopf platzieren, wird die Identität durch den Hut gestohlen. Der ursprüngliche Wirt wird durch diesen Effekt völlig unkenntlich, selbst gegenüber Personen, die mit dem Subjekt stark vertraut sind. Personen, die ein betroffenes Subjekt beobachten, können nur noch vage Merkmale des Individuums beschreiben, wie die Haar- und Augenfarbe, Hautfarbe oder Kleidung. Die Personen sind allerdings nicht mehr in der Lage, die eigentliche Identität des Subjektes zu erkennen. Wirtssubjekte können andere außerdem nicht mehr von ihrer Identität überzeugen. Dieser Effekt hält so lange an, bis SCP-180 ein neues Individuum als Wirt ausgewählt hat. Sobald SCP-180 die Identität eines Wirtssubjekts gestohlen hat, prägt dieses die Identität des ersten Subjekts, dem Wirt, auf ein zweites Subjekt ab, sobald dieses SCP-180 trägt. Dies trifft hierbei nicht nur auf Menschen, sondern auch auf Tiere und andere nicht lebende Objekte zu. Beispielsweise haben Subjekte Hunde, Statuen und Couchtische als den Wirt von SCP-180 verwechselt, sobald der Hut auf diesen Objekten platziert wurde. Die Erscheinung von SCP-180 verändert sich, sobald der Wirt ausgetauscht wird. Der Effekt ist hierbei allerdings nur visuell. Das Objekt erscheint hierbei unter anderem als Hut, Kappe, Basecap, Bandana, Haarspange, Hijab oder als Motorradhelm. Bildaufzeichnung mittels Magnetresonanztomographie, MRT oder 3D-Ultraschall haben ergeben, dass SCP-180 in Wirklichkeit nicht mehr als ein abgetragenes Tuch oder Kleidungsstück zu sein scheint, welches einem Schleier oder einem Leichentuch ähnelt. Sollte SCP-180 richtig auf dem Kopf des Subjekts platziert werden, verdeckt dieses normalerweise das Gesicht des Subjekts. Weiteren Nachforschungen zufolge konnte nicht erklärt werden, wie und warum die Ausstrahlung des Objektes sowohl visuell als auch in der Angabe von Wärmestrahlung durch SCP-180 so verändert wird, dass diese falschen Bilder erzeugt werden. Persönliche Auswertung. Ich finde, wir haben hier ein Beispiel einer nicht ganz so gut gelungenen SCP-Akte. Das ist aber nur meine persönliche Meinung, ihr könnt das gerne anders sehen. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass hier eine Akte angefangen und nie, vollständig geschrieben wurde. Denn es gibt einige Fragen und Logikfehler oder Unklarheiten und es gibt keine weiteren Versuche, keine Erklärung, gar nichts. Was ist beispielsweise mit Kameras und Fotografien? Sind die Subjekte, die SCP-180 tragen, dort auch nichts zu erkennen? Es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich jetzt das Konzept von SCP-180 verstanden habe,
Denn das war auch nicht so ganz klar. SCP-180 setzt sich auf Subjekt 1 und das ist beispielsweise ein Dackel. Und niemand erkennt mehr diesen Dackel als den Dackel, der eigentlich war. Man erkennt halt noch Fellfarbe und Augen, aber gut, wir können ihn nicht mehr als diesen einen Dackel identifizieren. Und dann setzen wir SCP-180 auf eine Person auf und die nimmt dann die Form von dem Dackel an. Doch was passiert nun, wenn wir den Hut wieder abnehmen? Bleibt die Person ein Dackel? Und was passiert, wenn wir es einer dritten Person aufsetzen? Wird sie dann ebenfalls zum Dackel? Und was passiert mit dem Dackel? Wird er nie wieder seine Identität wiederbekommen? Fragen über Fragen, die irgendwie gar nicht versucht wurden, beantwortet zu werden. Denn wir haben keine weiteren Logs, keine weiteren Gedanken dazu, nichts. Einfach nur, man setzt diese SCP-180 auf eine Person auf, die wird nicht erkannt. Und wenn die Person 2 sie aufsetzt, übernimmt sie die Identität. Doch was passiert dann? Konsequenzen haben wir gar keine. Weiterhin frage ich mich, wieso dieses Objekt als Euklid eingestuft wird. Vielleicht habt ihr da ein sehr gutes Argument dafür, aber ich bin der Meinung, dass es eigentlich Objektklasse sicher sein sollte. Was ich aber mal sagen muss, ist, dass es sehr gut ist, dass ich diese SCP-Akte gefunden habe, denn ich habe mich wieder an den Film erinnert, Scanner Darkly, falls jemand den kennt, mit Keanu Reeves. Und der ist so ein bisschen wie ein Comic gemacht. Und dort geht es darum, dass so im Untergrund ja Drogenermittlungen stattfinden. Und dort gibt es in diesem Science-Fiction-Film einen Anzug und das ist der Jedermann-Anzug. Und das ist das, woran ich mich am Film einfach am besten erinnert kann. Die ganze Handlung weiß ich nicht mehr. Aber wer den Film noch nicht kennt, sollte mal schauen, denn dieser Jedermann-Anzug ist super gut gemacht. Der ändert wirklich pro Sekunde mehrfach das Aussehen der Person, die sie trägt und verändert auch die Stimme. Und dadurch kann die Person nicht mehr identifiziert werden und ja undercover sein oder anonym werden, was super, super interessant ist. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, aus dieser SCP-Akte ziehe ich persönlich keinen Mehrwert. Ich fand sie weder spannend noch irgendwie aufschlussreich. Aber vielleicht stehe ich auch allein da mit meiner Meinung. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon?